Vorgestellt, Epic Car Factory. Wir sind in der Vorschau Nummer 2. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hatten letztes Mal die Forschung gemacht. Wir haben dieses schicke rote Auto hier gehabt, was dann Verkaufszahlen von 12 gab, aber die sind schon weitergerutscht. Da müssen wir mal gucken. Wir hatten noch Forschung den V1 gemacht, ne? Die geht jetzt nicht mehr. Okay, das bedeutet, der V1 muss ja dann da sein, dann können wir doch jetzt den entwickeln, oder? Also hier haben wir nur Holzrahmen. Da kommen wir also nicht weiter, ist halt so. Und da haben wir den V1 und den V1 Öko. Und der V1 Öko ist dann günstiger. Dann nehmen wir den jetzt mal. Pneumatisch ist auch noch nicht zu ändern. Und dann haben wir ja die Chassis. Ja, die sind alle gleich, bis auf der Ford T, ne? Der ist klasse Tuning, der hat hier schon einen kleinen Obolus. Mercedes AS, ja. Den haben wir noch gar nicht gebaut. Vielleicht sollten wir den mal bauen, damit wir mal eine Abwechslung haben. Aber der Hardbred CV ist ja auch nicht vom Band gelaufen. Also da, wenn man sieht, das ist natürlich hier so... Das ist ein Flotter, ne? Und der ist der flotteste natürlich. Sorry. Was ist denn der Unterschied zwischen den und den? Okay, der ist flotter. Der Komfort ist hier aber höher. Der Motor. Ja, Öko, ne? Öko 13. Öko 14. Ich glaube, wir machen mal den. Den oder den? Ach komm, wir machen mal den jetzt. Fertig. So. Fokus auf Forschung. Fokus auf Geschwindigkeit. Wir wollen die Forschung noch vorantreiben, damit es weitergeht. Machen wir Forschung. Der soll einen hohen Preis haben, also wenig Verkaufszahlen und fertig. Da steht ja schon der Name, ist ja Programm für einen Preis. So, und los geht's. So, jetzt kommt die Chassis erstmal. Mal gucken, was wir da als erstes machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wofür es gut war, aber ich glaube, das obere war es, ne? Der Komfort kam als erstes. Ich weiß nicht, wie gut der war. Braucht ein Auto wirklich ein Fahrwerk? Ja, braucht es, sonst kann es nicht fahren, sonst wird es schweben. Vertragsjob, ne, machen wir jetzt nicht. Okay, da kommen wir jetzt auf 51. Wir haben letztens bei dem, glaube ich, 90 gehabt. Hoffen, dass wir das wenigstens noch schaffen. Ah, 101 ist ja schon mal cool. Neue Karosserie stand da. Wünsche dir, könnte Mercedes. Ah, so, jetzt ist das zweite dran. Ne? Boah, ich weiß nicht, was das zweite ist. Da ist der Motor. Der Motor war hier das gelbe, oder? Geschwindigkeit, Verbrauch. Dann ist er der Profi dafür. Ja, war richtig, zum Glück. Fertig, super. Und was ist das dann? Optik. Optik ist das Chassis, also müsste dann eher der Verbrauch das vorletzte sein hier. Stahlfahrwerk kann er vorstellen, naja. U218, wo ist denn unsere Kohle eigentlich? Da oben kann man 215 sehen, okay. So, da haben wir nochmal richtig zugelegt bei Dingens. So, jetzt braucht man den Verbrauch, also grün. Abrollwiderstand ist gefragt, ne? So, der hat 5, der hat 13, dann macht der das. Ja, Mann. Boss anscheinend hat sich unser Mitwirker in Dominaten sehr gut um seine Arbeit, er schickt sich Schulung so, ja, wissen wir, das haben die letzten schon bei Fujutsu oder so gemacht, oder Jutsu. Okay, Arbeitsfortschritt 60%, da ist wieder aktuelle Arbeit. Was sehe ich denn da, wenn ich das mache? Okay, das ist jetzt nicht so der Hit. Sollte ich den Nagel in den Reifen schlagen? Ja, machen wir ruhig, dann haben wir einen Platten. Oh, charismatisch, super.
So, letzte ist die Optik jetzt. Gucken, wer von beiden besser ist und nicht, dass gerade einer Mittagspause machen will. Okay, da haben wir 20 und da haben wir 12. Das heißt, er macht das. Okay, dann sind wir schon bei 29 tatsächlich. So gut war das jetzt nicht. Verkaufszahlen nehmen hier oben immer weiter ab. Gewinn sind 8000, das ist nicht viel. Okay, jetzt muss er weiter mal lochen. Das hier braucht Rennstreifen, super. 5 Fehler nur drin, das geht aber. Dann sind sie fertig, müssen die 6 Fehler noch ausbügeln. 4 Fehler, 2 Fehler. So, noch jeder einen raus und dann ist gut. Passt. Sehr schön, oder? So, jetzt die Frage. Was machen die Verkaufszahlen? Oh, 40% nur, ey. Alter, das geht ja gar nicht. Na super. So, aber dann können wir hier nochmal forschen gucken, weil da stand ja eben was, dass wir was forschen können. V2 können wir bauen und Stahl. Ich glaube, wir bauen erstmal das Stahlgeschichte. Forschungspunkte 36, wir haben 61, das wäre 72, oder ein besserer Motor. Zwei so viel Kohlen wie ein V1, was ziemlich viel ist, wenn man das so direkt vergleicht. Ja komm, lass mal den Stahl machen. Stahlrahmen ist jetzt erstmal richtig. Und jetzt schweißen die beiden erstmal los. Okay, Verkaufszahl ist jetzt auf 9, auf 8. Wir sind bei 480, 460. Okay, Motor haben wir gleich erforscht. Ne, das Gestell. 36 oder 34? 36 brauchen wir hier, ne? Haben wir noch nicht so viel. So, Stahlchassis gehört jetzt zu unseren neuen Errungenschaften. Produktion. Tunen können wir noch was, ne? Dann lass uns doch dieses. Ach, das kostet so viel, okay. Forte. Holz. Also das Fahrgestell müsste man tunen, wenn. Dann wären die Punkte aber alle auf einmal weg, ne? Wir sollten vielleicht den V2, ne, das Stahlgestell erstmal tunen, oder? Aber das ist zu teuer, das geht also nicht. Dann haben wir hier den V1 Ökomotor. Ich glaube, wir machen das T-Modell nochmal besser, oder? Schwierig. Oder wir lassen das. Komm, wir machen Produktion, entwickeln ein Auto mit dem Stahlrahmen, mit dem Ökomotor, mit der Pneumatik und als diesen blauen jetzt. So, zack. Fokus. Verbrauch, Komfort. Warte mal, lassen wir nochmal zurückgehen. So, wir nehmen das Stahlgestell. Das bringt uns den Komfort von 20. Ja, ich denke, wir gehen weiter auf Komfort noch dann höher, weil das ist ja unser Stahlgestell, was den meisten Komfort mal bringt. Und das Ding sollte im mittleren Preissegment sein. Und los geht's. So, jetzt kommen wir mit dem Stahlchassis. Das ist der Komfort. Wer kann das besser? Er kann das besser. Also los. Dann lege ich da noch ein bisschen was drauf. 30, okay. Gucken wir, wie der Komfort hier noch hochgehen kann. 58. Kordelreifen gibt es jetzt, okay.
Ja, das muss aber noch ein bisschen was mehr werden. Mir mit 66 ist ja gar nicht gut. 106, okay. Kommt da noch was? Okay, 128. So, jetzt kommt die Geschwindigkeit mit dem Motor dazu. Ja, der V1 Öko war jetzt nicht so der Renner, ne? Aber naja. Dann er. Vielleicht sollten wir mal eine Fortbildung noch schicken, kann das sein? Oder noch einen einstellen? Ja, das stimmt. 221 Gehälter gezahlt, 175 haben wir im Moment, das ist nicht viel. Wir machen 10.000 die Gewinnrunde. Ja, der ist jetzt weg, aber der hat gerade noch gut gearbeitet. Okay. Ja, jetzt kommt der Verbrauch, die Räder. Der andere ist jetzt nicht da, das heißt, ich kann nicht auswählen, ne? Nee. Leider nur die 13. Ich glaube, der andere hatte mehr da auf jeden Fall. Jetzt ist der zweite wenigstens schon wieder da und der hat 10 Punkte dazugegeben. Ist die Frage, ob ich das zeitlich steuern könnte. Vielleicht sollten wir doch einen einstellen, der ein bisschen was kann, ne? 7. 9.000. So, jetzt kommt die Optik. Jetzt ist der hier unten nicht mehr da. Aber ich glaube, er war sowieso der bessere von der Optik. Haben wir nochmal Glück gehabt. Mal sehen, ob wir optisch den Kunden überzeugen können. Was ist das denn hier für einer mit Maske? Ja. Ein Spionski oder was? Was haben wir? 340, okay, das geht. Jetzt bauen wir noch die letzten Fehler raus. 130, 160, 120. Also das ist ein Durchschnittsauto überhaupt, ne? Fast gar nichts wahrscheinlich. Es wurde gerade ein Bildungsgesetz verabschiedet. Im Grunde können wir uns einen Haufen Zuschüsse sichern, wenn wir unsere Arbeiter sich weiterbilden lassen. Wir bekommen Geld zurück, wenn sie irgendwann aus Bildungsmaßnahmen nachgehen, was viele... Das sollten wir nutzen, solange es anhält. Stufenaufstiege minus 45%. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir Schulungen machen. Dann kommt Personal. Schulung geht gerade nicht. Also das Auto muss erst aus der Anlage wahrscheinlich. So, jetzt geht's. Ah, super, 50, das war es jetzt auch nicht, ne? Schulung. Handbuchlektüre, alles über Metallguss. Ja, komm, alles über Lederpflege. Warte mal. Warte mal, da braucht das Grüne oben. Ah, das geht nur da. Das ist auch noch das Billigste. Hier geht's in der Mitte. Okay, da wäre das noch am sinnigsten für den. Damit er da in Schwung kommt. So ist gut. Okay. Hat sich ja gelohnt. Und jetzt kommt noch der zweite. Oh, ich kann nur eine Schulung machen, oder was? Ist ja super. Ist das deren Ernst? Tatsächlich. 13, 17, 12, 18. Ja, dann müssen wir damit leben, dass der nur eine Schulung machen konnte. Was haben wir denn sonst noch an? Einstellen, entlassen, Schulung, Stufenaufstieg. Okay, hier kannst du den Beruf der Arbeiter hochstufen, wähle den Arbeiter über deine Pfeile aus und suche einen Beruf aus, den du verbessern willst. So hat sich der Wert des Arbeiters ergeben. Allerdings darfst du nicht vergessen, dass nicht nur die Stufe des Arbeiters anstellt, sondern auch sein Gehalt. Gehalt 100.
Okay. Dann Lackierer? Nee, Mechanik. Mechanik ist gut. Das ist schon mal das, was ihn weiterbringt, außer es 32. Los. Kriegt er da auch noch was? Und dann kriegt er da vor allem noch was. Ja, Jammer. Etwas weniger unbrauchbar, ne? Ja, der zweite geht dann da auch nicht. Okay, dann haben wir das aber hinter uns. So, Infos. Produkt. Hier siehst du alle Autos, die wir hergestellt haben und wie viele wir von ihnen verdient haben. Es ist schön, die Früchte seiner Arbeit wundern zu können. Wähle ein Auto aus der Liste aus, um näher anzusehen und die Werte anzeigen zu lassen. Okay. 102er Wertung, ne? Der Ford T, der war der beste. Und der zweite. Ja, weiß ich auch nicht, warum der dann so. Okay, den haben wir 671. Der hat sogar am meisten Umsatz gemacht. 167, okay, die sind jetzt aber auch noch nicht so lange auf dem Markt, ne? Das muss man noch berücksichtigen. So, gut. Das war Info. Personal, hier siehst du alle Arbeiter, ihre Werte, Beruf und Gehalt, ihr weiteren Fortbildung, einen weiteren Vorteil. Wir finden so schnell heraus, wer das Hässlichste von ihnen ist. Blättert bitte wieder Fall durch die Leute, ist klar. Okay, der hat da so noch, naja, gut. Das dritte war Forschung. Ja, da ist noch viel offen. Forschungspunkt haben wir 41. Das würde bedeuten, wir könnten jetzt nochmal in die Forschung einsteigen und den V2 machen, oder? Dann würde ich jetzt den Motor favorisieren. Dann haben die auch was zu tun, die Jungs. Modell kaufen. Was ist denn Modell kaufen? Achso, Deutsche Deutz. Pelodoka, Katinsack. Pelo 9, 2,5 PS. Okay. Ach, der fuhr da unten auch schon eben rum, ne? Ich würde den ja mal favorisieren, oder? Tolles Komfortauto. Der ist ziemlich gut, oder? 36.000. Komm, den leisten wir uns. Gut. Wochenumsatz 9. Gewinn 19.000. Naja, wir forschen jetzt den V2 für das neue Modell. Naja, geht doch. Jetzt haben wir gleich den Motor. Oh, jetzt gibt es auch schon den V2 Öko, noch besser, ne? Okay, der Motor ist durch. Produktion. Oh, wir müssen erst warten, bis das fertig ist. Die sitzen da hinten schon und, naja. Entwicklung. Stahlgestell. V2. Da kommen wir sowieso nicht drum rum. Und der neue Pello. Und Fokus. Auf den Verbrauch. Auf die Optik. Ich glaube, die Optik war schon ziemlich gut. Der Komfort. Haben wir schon hoch. Geschwindigkeit. Soll der flott sein? Ich glaube, wir machen mal Fokus auf Forschung wieder. Das ist am besten. Das ist ein edles Auto, viel Geld. Zack. So, dann gucken wir mal, wie wir den Komfort hochkriegen. Was haben die beiden Jungs da? Der eine hat 23, der andere hat 17, also er. Ah, das wird ja nicht schlechter mit dem Komfort, ne? 28 in der Basis. Posthändler ist wieder hier und will uns Dinge verkaufen. Möchtest du das Angebot einmal ansehen? Ja. Wissenstrank, Verbrauch 100. Boah, Alter, so viel Kohle habe ich nicht. Das kostet alle gleich viel. Trank keine Pause. Trank schneller Reparatur, weniger Fehler.
Geschwindigkeit. Nee, nee. So viel Geld haben wir nicht über dafür. Er macht hier den Schiss oder was? Starke Autos für starke Männer, cool. So, also 130 muss Minimum hier sein eigentlich, oder? Wenn wir schon den Stahlrahmen drunter haben, ne? Passiert da noch was? Ach, jetzt hat er eine Pause gemacht, oder? Und jetzt macht er andere Pause. Ah, konnte nichts werden. Mit 101 sind wir jetzt gerade mal dabei. Ah, jetzt kommt der Motor. Der andere ist leider nicht da. Das bedeutet, er macht's. Ich hoffe, er hat da den guten Wert. Ne, hat er nicht. Kann also nichts werden, das Auto. Schade. Na super. Ja. 84. 88 doch schon. Und der hat auch noch einen Fehler eingebaut hier in der Held. Der hat 18 und der hat 13, okay. Auf jeden Fall sind wir schon bei 112. Das ist ja schon, oh, 129. Der ist fast so gut wie der Ford T. Forte T. So, jetzt kommt der Verbrauch. Die schicken Reifen da drauf. So, Verbrauch 11, Verbrauch 13. Gut. Schauen wir, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, 134 hatte der andere auch, ne? Der Forte T. Jetzt macht der eine wieder Pause. Läuft, ne? Jut. 75 Verbrauch. Ja, das sieht schlecht aus mit dem Verbrauch, aber ist auch kein Ökomotor, ne? Aber eigentlich sollte der ja gut sein, oder? So, welcher von beiden macht jetzt die Optik? Der. Ja. Hier ist auf 90 noch hochgegangen, kann das sein? Wenn die Optik ein bisschen ausgefeilter ist, kann natürlich der Verbrauch auch noch gesenkt werden, ne? Einfach das Dach weglassen, ja genau. Optik 105. Oh, Geschwindigkeit ist jetzt 162 noch geworden. Hm, da hätte ich nicht mitgerechnet. Und hier 156. Ist vielleicht doch gar nicht so ein schlechtes Auto. Aber im Verbrauch kriegen wir nicht mehr anders. Naja, kann nicht alles haben, ne? So, 7 Fehler, Leute. Die müssen noch raus. Zwei Fehler noch. Noch einer? Ne, ist schon fertig. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie der Ausschlag am Tacho ist, ne? Oh, da haben wir einen Deal gemacht, wa? Respekt. Respekt. Für das Auto sollten wir nochmal richtig Werbung machen. 756. Komm, das machen wir mal. Für dieses Auto sollten wir Werbung machen. So, wie kommen wir jetzt an die Zahlen? Da nicht. Info. Nee. Aktionen. Marktforschung. Artikel. Für Marktforschung durch, um herauszufinden, was den Leuten jetzt am Autos gefällt. Aber das ist zu teuer. Machen wir nicht, machen wir nächstens. Auftrag, Tuning. 38 Punkte haben wir. Komm, wir machen mal den V2. 36 Punkte, 38 haben wir. Oder die Karosserie.
Komm, der war ein Renner, den machen wir noch besser. 16 Fahrzeuge werden da verkauft und Gewinn sind 50.000. Ja, einer aus unserem Schuppen, ne? Da tunen wir jetzt erstmal ein bisschen dran. Okay, das war nicht viel. Zeigen wir mal gerade die Nachrichten an. Alti AC. Ah, Rennen ist abgelaufen. Autoerwart ist abgelaufen. Okay, dann nicht. So, getuned haben wir. Wir haben noch 21 Punkte da oben. Modellkauf und Forschung. Können wir noch was tunen? Ey, die Karosserie geht nochmal. Dann zack. Die bringen wir nochmal auf den Vordermann, oder? Das wird ein geiles Gerät. So eine richtige Mafia-Karosse. Okay, Boss, das Bildungsgesetz war nur vorhin. Gut, mit den Vorteilen ist es vorher keine günstige und einfache Bildung mehr. Bitte, Leute müssen offen, ehrlich und fair Grad zahlen. Okay. Alles läuft wieder normal. Gut. So, Forschungspunkte haben wir keine mehr. Wir haben aber dieses Teil so richtig cool getuned. Ja, und mehr können wir jetzt gerade nicht machen, oder? Kohle, 674, wenn ich das sehe. Aber 55 gewinnen, ne? Läuft gerade ziemlich gut. Bericht aus dem letzten Jahr. Zeig ich den doch mal an. Wo sind wir denn? Ganz unten, ne? Naja, 19. Okay. Gut. Verkaufszahlen 17. Gewinn 52. Wir haben aber keine Forschungspunkte. Ich glaube, wir stellen mal noch einen ein, oder? Frage Freunde. Oh Gott. Ja komm, 200.000 machen wir gerade mal. Ja. Gesindel angespült wird. Boss, hier ist eine Liste mit Kandidaten, die sich auf unserer Stelle beworben haben. Dies ist eine Liste der Arbeit, die an wir einer Beschäftigung unserer Fabrik interessiert werden. Hurra, blätter sie durch, über ihr Wert und ob ihr ein Gehalt überhaupt leisten könnt. Oder bricht die Aktion ab, wenn dir deine gefällt. Okay, der sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Kick ist gut. Ach, Kick ist der einzigste. 253.000 ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber 31 für Optik, also der sagt mir schon zu. Ich hoffe, wir kommen mit der Kohle hin. Jetzt müssen wir erstmal eins aufs Fließband bringen, ja. Auto. Ich baue mal den mit Holz, oder? Holzstahl. Stahl ist schon eine Ecke besser. Machen wir lieber Stahl. V2. Der Öko. Ach, Geschwindigkeit. Der Öko rennt gar nicht, ne? Der V2 ist schon flott unterwegs. Also der. Beim Matic sind wir noch nicht anders. Und jetzt hier die neue Karosserie. Und die Forschung muss definitiv noch dran glauben, oder? Optik hatte der natürlich gerade einen guten Wert, den wir eingestellt haben. Und der. Ach komm, wir machen die Optik mal hoch bei der Kiste, damit wir noch gut Geld verdienen. Gut. Mittlerer Preis. Ja, komm, machen wir mal mittlerer Preis. Oder hoher Preis. Komm, lass so. Bauen. So, jetzt müssen wir nur richtig aussuchen. Wo ist denn der dritte? Ach, der kommt da gerade. Hoffentlich kommt er noch früh genug an, ja. So, was war das erste? Komfort,
Ist er mit 23 am besten. Schrauben die jetzt auch zu dritt dann? Sieht wohl so aus, ne? Das steht da ja auch. Ja, tatsächlich. Okay, dann macht das natürlich Sinn, ne? Okay. Hey Boss, die Magazinanzeige ist fertig. Es war eine Druckklanz-Doppelseite, die unsere Autos auf wirklich Art vorgestellt hat. Die Verkaufszahlen scheinen während der Kamera gestiegen zu sein. Also schätze ich, es hat funktioniert. Allerdings haben sie meinen Versuch abgelehnt, mit dem Auto zu posieren. Okay. Okay, 109. Mons PS. Okay, jetzt kommt der zweite Schritt, dann ist die Geschwindigkeit. Der V2 kommt da rein. So, wer ist da? 13, 18, 21, unser neuer Mann. Schauen wir mal, wie der das bringt. Aber hier Verkaufszahlen sind jetzt nicht mehr stabil, das geht noch weiter. Ich dachte, wir hätten Werbung gemacht und dann geht das hoch. Naja, schade. Der hat schon wieder hier was kaputt gemacht. Kein Marketingstreik, jeder in der Marketingwelt ist plötzlich gedreht oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Werbung für eine Weile extrem teuer sein wird. Wir machen gerade dann keine. Nur noch 10 Autos, okay. So, jetzt kommt der Verbrauch. Oh, das ist natürlich super, dass zwei ja gerade in der Pause sind, ne? Kannst du froh sein, dass du überhaupt einen hast. Ja, was bleibt mir anders übrig, als den 19er zu nehmen? Aber ich glaube, der Wert ist gar nicht mal so schlecht. Wenn die anderen beiden wiederkommen, sehen wir das, ja? Der hat nur 11. Und der nur 13, haben wir sogar den Topmann an Rad gehabt. Passt, ne? Der macht nur Fehler, der Typ, ne? Aber für immer mal ein geiles Auto. Richtige Rennmaschine, wa? So, die Optik hat der 31 gehabt. Also Fakt ist, er macht's. Zup, zup, los. Der kann da richtig reinpowern. Das ist natürlich eine geile Karre, ne? 66 als Anfangswert. Jetzt haben wir schon 108. 180. Die Optik ist geil. Also ich glaube, der neue Mann hat es gebracht, ne? Wo ist der Händler jetzt wieder hier und will? Okay, dann können wir den Händler diesmal über was überzeugen. Verbrauch, Komfort, Fehler, Reparatur. Ja, das ist es doch, oder? Obwohl, Fehlerchance. Komm, nehmen wir mal. Ich weiß noch nicht, wie man es einsetzt. Aktion. Ah. Gut, alles klar, dann kann ich das erst einsetzen, aber momentan wäre es Blödsinn, weil, ne? Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Jetzt machen sie gerade alle drei Fehler ohne Ende, ne? Ah ne, die machen sie gerade raus. Passt schon. So, eigentlich muss der Ausschlag über den Dingens 120 gehen, oder wie war da drauf? Das ist ja das geilste Auto schlechthin. Der müsste hier sein. Hätten vielleicht teurer machen müssen. So, da sind die Verkaufszahlen. 23. Wir machen Gewinn 65. Wir haben 15 Punkte zum Forschen. Da kommen wir leider nicht mit weit. Können wir was tunen?
Können wir den V1 Ökomotor? Der Pedo kostet 26. Ey, hier die Neues, die können wir mal machen. Dann sind die Wälder ein bisschen besser. Ja, super. Dann machen wir mal gerade den Jahresvergericht. Okay, wir sind da hochgerutscht. Drei Plätze rauf. Geht schon mal, ne? So, jetzt haben wir bessere Pneus noch dabei. So, und dann bauen wir jetzt ein Auto. Entwickeln wir jetzt. Holzstahlrahmen. Den V2 müssen wir nehmen. Die Pneus aufgewertet. Den nochmal. Und Fokus auf auf Verbrauch nochmal. Das ist der schlechteste Wert, den wir haben wahrscheinlich. Gut, das machen wir. Den Preis machen wir hoch. Und dann sollen die das bauen. Und wir machen noch die Aktion, den Drink nehmen, ne? Zack. Machen sie weniger Fehler. Ich weiß aber nicht, wo ich irgendwo sehe, wie lange der wirkt. Der. Gut. So, gucken, ob da. Sei es leider wegen der Sprechblase, konnte ich nicht alles sehen. Sieht so aus, als ob kein Fehler reingebaut wird zurzeit. Okay, sieht doch gut aus, oder? Warte, das Auto erwartet rennen, das nehmen wir nochmal mit. So. Jetzt kommt der Motor. Alle drei sind da, das ist gut. 13, 18, 21, los geht's. Cooles Auto schon mit 278 Komfort, ne? Alle drei haben Werte abgegeben, das ist gut. Das ist wie eine richtige Rennkarre. Nochmal drei. Dann sind nur zwei leider da. Einer macht einen Fehler, der Trank ist also durch. Warte, da gehen wir mal rein. Habe ich wohl irgendwas verpasst, oder? Warte mal, da müssen wir den erst fertig werden lassen. In der Hoffnung, dass es da nicht abgelaufen ist, aber wenn, dann ist das so. So, jetzt sind wir da beim Grünen. 206, da würden wir dieses Rennen auf jeden Fall mit gewinnen können, denke ich. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das Auto dieses noch fertig kriegen. Weil das wäre natürlich fürs Rennen genial, weil der wahrscheinlich der schnellste ist, ne? Mal schauen. Wenn wir Pech haben, klappt's nicht. Zwei Fehler eingebaut da gerade. Noch einer. Okay, nochmal zwei Fehler eingebaut. So, Optik, das ist, glaube ich, unser neuer Mann. Einunddreißig hat er.
super Modell, wa? Aber wir haben nicht einen Forschungspunkt da stehen jetzt gerade. Das ist nicht gut. Da stand ja einige Wochen, ne? Und die Woche ist noch nicht rum. Doch, gerade. Vielleicht haben wir ja Glück und das noch offen wird das Rennen. Yeah. 277 die Optik, meine Güte. Yeah. Na, die Fehler kommen jetzt noch raus. Yeah. Nochmal. Nochmal. So, das Auto geht raus. Und wieder bis zum Anschlag. Und wir müssen ganz schnell hier rein. Rennen abgelaufen. Shit. Okay, dann war das halt so. Wo sind wir? Wie? Wir sind so weit oben? Kann gar nicht sein. Wir sind auf 1. Glaubst du doch nicht. Naja. 33 Punkte. Forschung. Geht leider nicht. Marktforschung, nee, Personalstufenaufstieg, Schulung. Ne, mach mal Tuning. Habe ich jetzt Tuning angedrückt? Nein, ich glaube, ich habe daneben gedrückt. Aufträge hatte ich. 26, zack, machen wir. Der wird noch einmal getuned. Kann man keinen Unterschied jetzt wirklich sehen, oder? So. Das war das letzte Tuning dann für dieses Modell, oder? Neue Karosserie kann lizenziert werden. So. Was machen wir jetzt? Kohle ist reichlich da. Wir könnten mal noch einen einstellen. Und diesmal können wir mal 3360 haben wir. Also Nachbarn brauchen wir nicht. Mitarbeiter gesucht. Schild. Durchsage vom Dach. Lokale Anschlagbretter. Die nehmen wir mal mit. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, ne? Laden wir noch einen ein und dann gucken wir, dass was wird. Auto-Award stehen an. Warte mal, nochmal zurück. Ja, Auto des Jahres will ich mitmachen. Kann ich da auch mehrere machen? So, jetzt ist es richtig, ne? Ne, das ist das. Glaube, das neueste Modell, ne? Höchster Luxus. Möchte ich auch mitmachen. Bestes Design möchte ich auch mitmachen. Und Auto des Jahres haben wir beste Leistung. Machen wir mal auch noch. Egal, wir machen überall mit Rennen. Ne, Rennen machen wir nicht. Gut. Boss, hier ist eine Liste mit Kanälen, die... Ja, gut. Ja, da gibt es dann tatsächlich welche. 4 Kandidaten. Den können wir weglassen. Der ist auch nicht so prickelnd. Der macht einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, wir nehmen den... So, der kommt dann auch noch dazu, dann sind wir zu viert. Da ist er schon. Produktion. Forschungspunkte sind nur 7. Zack. Stahlrahmen, jap. V2, jap. Pneumatik, jap. Pelo, jap. Fokus auf Forschung, jap. Zack.
Hoher Preis. Zack. Zack. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit schon super weit fortgeschritten. Eine Dreiviertelstunde ist ja kaum zu glauben. Ich glaube, wir gucken das hier zu Ende, wir gucken das in der nächsten Folge zu Ende, denke ich mal, ne? Oder? Ach komm, wir machen das Rad noch mit rein. Wir sind bei Komfort. Komfort ist 29 der Beste. Das ist der neue Mann. Wir machen noch ein Auto, was noch besser ist. Du glaubst es doch nicht, oder? Okay, dann schweißen wir das noch ein bisschen zusammen da. Erste Fehler reingebaut. Ich glaube, nur vier Leute können sowieso in der Erwartung zu Ende. Sehen wir mal, wie wir bestimmt haben. Höchster Luxus, erster Platz. Wenn ich morgen sterben sollte, möchte ich in diesem Auto begraben werden. Bestes Design, erster Platz. Ich reibe mich eigentlich mehr an diesem Auto, als dass ich es fahre. So schön ist es. Beste Leistung, erster Platz. Wenn du zum Beispiel immer höher pendeln musst, ist dieses Auto genau richtig Begleiter. Auto des Jahres, erster Platz. Der einzige, was noch besser wäre, als dieses Auto zu fahren, wäre irgendein gleich. Meine Güte, ey. Wir haben 1840 neue Fans. Geil, oder? Das sind ja Verkaufszahlen, die wir gar nicht mehr aufhalten können. Marketing läuft normal. Gut. Ne, machen wir nicht. Aber wir können mal hier die Geschwindigkeit rüberbrettern, oder? So, da nochmal langsamer erst. 18 verkaufte Fahrzeuge. Motor kommt. Unser Motorbauer ist. 13, 18, 21, 41, der neue Mann. Das wird das Wunderauto werden. Immer noch die gleiche Karosserie. Okay. Super schnell lassen wir jetzt laufen. Also haben wir laufen lassen, ne? So, jetzt kommt der Verbrauch. Die Pneus, die hatten wir schon mal aufgewertet. So, wer macht die Pneus? 11, 13, 13, 29, der neue Mann. Wer sonst? Ach, hier geht nicht schneller. Okay, aber 400 Geschwindigkeit, wow. 429 Komfort, wow. Nee, ich will gar nichts von dem haben, das bringt mir nichts, das war viel zu kurz. Okay, das passt schon. Boss heute Morgen hielt mich an seiner Tür auf der Straße an, als ich die Fabrik betreten wollte. Er sagte mir, wir können von einem Zugang zu mehr und besseren Teilen bekommen. Er sagte, er könne uns für eine kleine Gebühr von 25.000 Eier einbringen. Okay, das geht also nicht. So, der repariert die ganz schnell. Letzte Runde ist dann der optische Teil. So, wen haben wir da? 20, 12, 31, 33. Der neue Mann macht alles. Der kann alles. So, und dann sind wir gleich raus. Ja. Super. Wo war das jetzt? Warte mal, da will ich nochmal gucken. Jahresbericht. Sind wir immer noch Erster? Nein. Da sind wir auf dem 7. Platz, okay. Da Achso, da gibt es zwei Tabellen. Einmal Umsatz sind wir auf dem 7. und Gewinn sind wir auf dem 1. Alles klar. Okay. Das ist eine Kiste, ne? Nur Verbrauch ist jetzt nicht so toll. Was war das jetzt? Ehrliche Auto-Awards. Höchster Luxus. Warte. Das geht noch nicht. Lass den erst vom Band laufen. Oh, der ist nur noch 100 gut. Aber der ist trotzdem gut genug für die ehrlichen Auto-Awards, oder? Ich gehe davon aus, dass der auch den ersten Platz da macht. Und was ist mit Rennen? Der hat zwar noch keins gefahren, aber wir machen das trotzdem mal, um zu sehen, was da passiert. So. Rennen ist aber noch nicht am Start.
Ich würde aber sagen, wir machen mal hier erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Und gerne Kommentare schreiben, was ihr von diesem neuen Spiel haltet. Und auch gerne darüber reden auf anderen Kanälen, dass es diese Vorschau hier gibt für dieses Rennspiel. Wir haben auf allen Positionen den ersten Platz wieder gemacht. Obwohl das Auto nur 100 anzeigt, aber es war wohl von der Konkurrenz noch schlechter. 60 neue Fans. Geil, oder? Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.